So, weiter geht's hier in diesem tollen Raum mit den tollen Geräuschen im Hintergrund. Ich habe jetzt schon wieder Schiss. Ich nehme übrigens gerade zum ersten Mal mit meinem neuen Rechner auf und das freut mich sehr. Ich glaube, ich drehe mich jetzt mal um, um zu gucken, was das eigentlich ist. Ist das etwa dieses Ding? Ja, das ist dieses Ding. Soll das jetzt eine Raupe darstellen? Genauso sahen die Dinger in den Kokons doch auch aus. Können wir es töten? Oh! Okay, ich glaube, wir können es töten. Ich muss nur rausfinden, wie. Wie benutzt man die Schere? Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, so funktioniert das also. Aber wir können hier immer noch irgendwas machen, wie es aussieht. Was ist das? Sind das... Das sieht so aus, als wären das irgendwelche Gemälde. Oder einfach irgendwelche Platten. Aber was machen wir damit? Die Scheibe drauflegen? Nein. Dieses komische Ding, was auch immer das sein soll. Ich habe noch keine Ahnung. Schlüssel wahrscheinlich eher nicht. Das ist das Buch. Das Rad? Bitte was? Und was bringt uns das? Hä? Okay, wir können also das Rad hier hinlegen. Wir können es auch nicht mehr nehmen. Gut, warum auch immer wir das jetzt gemacht haben und warum sieht dieser Raum aus der Perspektive so extrem schief aus? Und warum ist das Symbol, was an der Tür war, jetzt da an der Wand? Fragen über Fragen. Aber das ist ja bei dem Spiel hier nichts Neues mehr. Aha. Eine bunte Scheibe. Sieht ein bisschen aus wie dieses Simon-Spiel, wo man auch mal die Farben in einer bestimmten Reihenfolge drücken muss. Okay, wir nehmen es mal wie immer mit. Warum weiß man nicht so genau? Ist das das Gleiche hier? Aha, da ist was drunter, aber wir haben keine Schere mehr. Ach, da müssen wir doch jetzt bestimmt zurück in den anderen Raum. Und da können wir uns vom Bett sehr wahrscheinlich wieder eine Schere holen. Ich wäre übrigens sehr erfreut, wenn er mal direkt 5 oder am besten 10 davon mitnimmt. Hey, das war sogar richtig. Ich habe gerade überlegt, wo geht's hier eigentlich hin? Aber das ist sogar der richtige Weg. Durch den Schrank. Natürlich. Und dann nochmal hier zur Seite gucken. Dann nochmal die Matratze angucken. Und erst dann kann man sie zur Seite schieben. Der altbekannte Raum. Und tatsächlich, wir können eine Schere mitnehmen. Aber warum nimmt er... Er hat doch nur eine mitgenommen, oder ja? Warum nimmt er nur eine mit? Wenn das hier doch meine einzige Waffe ist oder die einzige Möglichkeit, irgendwas zu öffnen, dann nehme ich doch 5 davon mit oder 10 oder alle, die da sind. Ich meine, seine Taschen müssten ja groß genug sein, wenn man bedenkt, dass der auch so ein ganzes Rad mit sich rumschleppen kann. Aber okay, hinterfragen wir mal nicht die Logik. Ist bei Spielen ja meistens nicht so optimal und hier schon mal gar nicht. Hier sollte man eher weniger die Logik hinterfragen. So, dann gucken wir doch mal, ob wir dieses Ding hier rauskriegen. Ach Gott, jetzt muss ich die wieder bewegen und habe keine Ahnung wie. Hallo, Alter, nee. Oh, wie blöd ist das denn? Ist ja super ätzend. Ach, das können wir auch noch angucken. Das
mysteriöse Symbol. Das mysteriöse Symbol, das... Dieser Raum ist scheußlich. Wir passen. Ja, das mysteriöse Symbol, das uns zurück in die Vergangenheit bringt. Ein Einzelbett für eine trauernde Witwe. Och, du arme Frau. Es tut mir natürlich leid für dich. Die Sonne geht unter. Oh nein, und jetzt geht auch noch die Sonne unter. Die arme Frau. Mann, Mann. Ach. Ach, ich kann es mir denken. Wir müssen jetzt noch 4 weitere Platten hier finden. Die setzen wir da ein und dann müssen wir die wahrscheinlich so drehen, dass die richtigen Farben hier aufeinandertreffen. Und da liegt direkt die nächste. Das ist ja wunderbar. Die setzen wir auch schon mal ein. Also, wir wissen, was zu tun ist. Jetzt noch 3 von den komischen Platten suchen. Lokale Ansichten. Ganz hübsch. Ich meinte natürlich noch 2 von den Platten suchen. Sag bloß, sie sind jetzt alle hier im Raum versteckt. Und wir müssen nicht mehr rumsuchen. Das wäre natürlich mal was ganz Neues. Eine Zigarette gefällig. Matilda Fly in The Kiss of Death 1946. Aha. Da nochmal der Aschenbecher. Ein Glas. Nur die Ruhe, Gloria. Denk einfach nach. Und zwar gründlich. Ja, sehe ich auch so. Vielleicht sollte die Gloria nachdenken, was hier zu tun ist und nicht unbedingt ich. Was ist das für ein Buch? Warum kann ich das nicht angucken? Warum kann ich den Schrank nicht öffnen? Oh. Ich erinnere mich noch an die Riviera. Wir waren so verliebt. Aha, können wir... Ach so, wir können das gar nicht öffnen. Schade. Schade, schade. Warum steht auf den ganzen Sachen immer GWR drauf? Das stand auch... Ah ne, hier stand nur GG. Ich höre in der Ferne ein Telefon klingeln. Muss das so sein? Gut. Okay, also noch 2 von den Scheiben. Ach, und die eine ist sehr wahrscheinlich unter dem, in den Dielen versteckt. Eine ist schon mal hier. Das ist sehr schön. Aha. Kaffee für einen. Und zwar nur für einen allein. Ach, du arme Frau. Bist du einsam? Auszupacken wäre witzlos. Ich bleibe ja eh nicht. Oh, das war ja sehr gut synchronisiert. Auszupacken wäre witzlos. Oh. Na, sieh mal eine an. Wir haben schon alle. Das Auto ist versteckt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay. Auszupacken wäre witzlos. Ich bleibe ja eh nicht. Ich bleibe ja eh nicht. Okay, dann bleib halt nicht. Jetzt aber nicht so hinterhältig. Ich bin fertig. Was? Wie nicht so hinterhältig? Also manchmal quatschen die hier auch Zeug, das verstehe ich einfach nicht. Gerissener Fuchs schlägt wieder zu. Maskierte Räuberin entkommt Polizei. Oh, das ist doch bestimmt die liebe Gloria. Die Polizei jagt den gerissenen Fuchs auf dem Land, der Scotland Yard erst heute Morgen entkommen konnte. Über die wahre Identität der Meisterkriminellen wird immer noch spekuliert. Hunderte von Augenzeugen behaupten, sie zu kennen, doch die Polizei gibt zu, der Verhaftung der gewitzten Dieben noch keinen Schritt näher gekommen zu sein. Heute Morgen gelang dem gerissenen Fuchs sein gewagtester Coup in der Bank of Britain, einem Symbol materieller Gier und Paradies der Bonzen. Eigentlich hätte für den Fuchs alles nach Plan laufen sollen, doch nach einem anonymen Hinweis an die Polizei kam es zu einer wahren Belagerung, in deren Verlauf die Beamten auch Schusswaffen einsetzten.
Der gerissene Fuchs und sein Komplize waren unbewaffnet. Letzterer wurde niedergeschossen, als er mit einem silberfarbenen Automobil flüchten wollte. Doch der gerissene Fuchs konnte entkommen. Zuletzt wurde der Wagen gesehen, als er in halsbrecherischem Tempo aus London hinaus Richtung Westen fuhr. Mehr dazu auf Seite 2. Okay, die Gloria ist also der gerissene Fuchs und ihr Komplize, wahrscheinlich ihr Freund, deshalb sagt sie auch, sie ist eine trauernde Witwe. Und als sie das Buch angeguckt hat, hat sie ja gesagt, wir waren so verliebt. Und ihr Freund wurde also niedergeschossen. Die arme Frau, aber was hat das mit der Story zu tun? Ach, ich habe es mir doch fast gedacht. Okay, das wird ja ganz toll hier. Also, ich drehe richtig. Ich wollte gerade wirklich anfangen zu überlegen, wie genau ich das jetzt mache. Dann hat sich das von selbst geklärt. Und hier haben wir ein tolles Cover, sieht aus wie ein Zeitungscover, zum Zusammenpuzzeln. Mal wieder. So, ich hätte erstmal gern hier den Rand so ein bisschen. Das hier nach oben. Ah, so wird da auch ein Schuh draus. Das hier noch nicht. Ja, dahin. Das dahin. Die Ecke, das hier dran, das ist die Ecke, da unten. Aha, Crime, jetzt verzieht wieder die Maus, ey, es nervt mich. Oh, das hier sitzt noch gar nicht richtig. Aha, haben wir das jetzt, okay, wir haben es im Inventar. Ach, Anton. Ach, Anton. Er hieß also Anton. Da fällt mir immer wieder Anton Bohnensack ein. Vielleicht kennt den der eine oder andere. Der gute alte Anton Bohnensack. Ja? Ach, Anton. Okay, wir können es also immer wieder angucken, aber nichts damit machen. Vielleicht ein Auge reinlegen? Nein, auch nicht. Okay. Hier klingelt immer ein Telefon. Im Hintergrund. Und hier hört sich das, als würde einer staubsaugen. Halt! Da ist jemand im Flur. Also schön ruhig sein. Okay, ich werde jetzt nur noch flüstern. Und jetzt berühre ich mal den Koffer. Vielleicht kommen wir dann wieder zurück. Das reicht nicht. Es kann nie genug sein. Da hast du wohl recht, meine Liebe. Es kann nie genug sein, wenn es ums Geld geht. Oder ums Essen. Ich muss die Beweise verstecken. Oder um Beweise verstecken. Ja. Ja. Tschu, tschu, tschu. So, jetzt sind wir also wieder hier, haben diese tolle, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur das Cover ist oder ob das so ein, ja, so diese Schundromane kennt er ja für einen Euro oder so, mit irgendwelchen Kriminalgeschichten. Was war da nochmal? Warum kann ich mir das angucken, wenn hier rein gar nichts ist? Der Sinn erschließt sich mir noch nicht ganz. Die Scheibe dahin? Nee, das geht alles nicht. Ich glaube, ich muss zurück und mir eine blöde Schere besorgen. Mal wieder. Ach ja, und sonst so. Alles klar bei euch. Während dieser ganzen Laufwege hier kann man ja auch mal ein bisschen quatschen. Und ich bin heute sowieso so aufgedreht irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe keinen Energy-Drink getrunken. Bin aber ein bisschen aufgedreht.
mal wieder eine Schere, mit der wir unser Glück versuchen. Ich finde das auch echt doof, dass man nicht mal einen Hinweis darauf kriegt, in welche Richtung man irgendwas bewegen soll. Das ist ja jetzt nicht nur bei der Schere so. Auch bei der Matratze, bei dem blöden Schrank hier, diese ganzen Sachen, die man mit der Maus irgendwie in irgendeine Richtung drehen muss. Das hätte man auch mal mit Pfeilen markieren können, ob man da hoch und runter, rechts und links. Wie auch immer, denn das hier ist einfach super nervig, wenn man immer hin und zurück muss, um eine neue Schere zu holen. Aber gut, wir probieren es nochmal. Es bewegt sich. Es bewegt sich. So. So bringt das nichts. Nochmal mit. Mit Gefühl. Ganz langsam. Okay. Och, Alter, willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Wie blöd ist denn das? Oder können wir vielleicht irgendwas anderes machen? Denn das nervt mich ja extrem. Ist da in der Ecke vielleicht noch was? Nee. Scheiße, wir brauchen echt eine neue Schere.